Ja, hallo und guten Abend zusammen. Ich werde versuchen, euch mit bunt gemischtem Equipment einen Screencast zu präsentieren, in dem ich euch die Gitarre erkläre. Das Wunder ist eine Gitarre. In dem Fall ist es eine klassische Gitarre mit einem kleineren Korpus als bei einer Western-Gitarre. Weitere Unterschiede. Das sind die Besaitung. Eine klassische Gitarre hat Nylonsaiten und klingt in aller Regel weicher. Dafür lässt sie sich auch weicher greifen. Während eine Western-Gitarre ein bisschen mehr Biss hat. Gitarrenmodell du verwendest. Wichtig ist, dass du damit zurechtkommst. Wenn du eine Western-Gitarre nimmst, mach dir weichere Saiten drauf. Eine 10er Stärke vielleicht. Bei einer klassischen Gitarre, die übrigens auch einen kürzeren Hals hat als eine Western-Gitarre, rate ich dir zu. Hannabach High-Tension-Saiten. Die sind weich genug, dass du dir nicht wehtust, aber brillant genug, um einen Ton zu produzieren, der auch gefällt. So, wo fange ich an? Als erstes wirst du natürlich wissen wollen, wie du die Saiten wechselst. Das liest du nach. In der Gruppe ist ein Manuskript. Wenn du frische Saiten drauf hast, deine Gitarre schön poliert, eingestellt und vor allen Dingen bestimmt, ach ja, es ist dann Stimmen. Eine Gitarre klingt fürchterlich, wenn sie nicht gestimmt ist. Wenn du ein Stimmgerät benutzt, bist du in jedem Fall auf der sicheren Seite. Du kannst die Gitarre aber auch nach Gehör stimmen. Dazu brauchst du ein Telefon. Das produziert einen Kammerton A. Das ist die A-Seite. Das gleichst du ab. Wenn du die A-Seite hast, kannst du im siebten Bund greifen, den Ton anspielen und dann die tiefste der Saiten, die E-Seite, anspielen. Es sollte eine Oktave tiefer klingen und du hast ein E. Du kannst die Gegenprobe machen, indem du auf der E-Seite in den fünften Bund gehst, dort abdrückst, die E-Seite anspielst und dann die A-Seite anspielst. Der Ton sollte jetzt gleich klingen. Wenn der Ton stimmt, gehst du auf der A-Seite in den fünften Bund und spielst die D-Seite an. Stimmt der Ton nicht, klingt er zu hoch, dann drehst du gegen den Uhrzeigersinn, bis der Ton sich anpasst. Schlag immer wieder an dabei, dass du den Ton hören kannst. Ist er zu tief, machst du das andersrum. Wenn du deine D-Seite jetzt eingestimmt hast, greifst du auf der D-Seite im fünften Bund und spielst anschließend die G-Seite an. Auch hier mit dem entsprechenden Wirbel am Kopf deiner Gitarre stellst du den Ton nach. Aber jetzt kommt eine Besonderheit. Die H-Seite, international sagt man B-Seite, stimmst du, indem du die G-Seite im vierten und nicht im fünften Bund kreist. Gleiche Prozedere, stelle über die Wirbel den Ton so lange um, bis er gleich klingt. Und zu guter Letzt die hohe E-Seite. Dafür greifst du deine gestimmte H-Seite wieder im fünften Bund. Und dann sollte das gleich klingen. Im zwölften Bund deiner Gitarre, das sind Bünde, ne? Das ist klar.
kannst du Obertöne erzeugen, indem du den Finger ganz leicht auf die Saite legst, die Saite anschlägst und sofort wieder abziehst. Daran kannst du auch ganz gut hören, ob deine Klangform stimmt. Als nächstes solltest du wissen, wie man die Gitarre richtig hält. Ich habe dazu so ein kleines Fußbänkchen, das ich mir passend für mich einstelle. Du musst ausprobieren, wie dir das am bequemsten ist. Da kommt mein linker Fuß drauf, weil ich Rechtshänder bin. Wenn du Linkshänder bist, mach's andersrum, denn deine Gitarre ist dann wahrscheinlich auch auf links gestimmt. Du nimmst die Gitarre und legst sie mit der Beugung der Zarge auf deinen Oberschenkel auf und hältst sie dir so vor die Brust. Dein Arm liegt auf der Gitarre auf und drückt gegen, sodass die Gitarre einen festen Halt hat. Und deine Schulter bleibt locker. Bitte nicht ankrampfen, anwinkeln. Ganz locker bleiben. Du musst dich frei und völlig entspannt bewegen können. Das ist die eine Art, wie du eine Gitarre halten kannst. Wird bei Klassik-Gitarren gern verwendet. Klassische Gitarristen spielen meistens nur so. Bei einer Western-Gitarre hast du es häufig, dass sie auf den rechten Oberschenkel aufgelegt wird. Du kannst es natürlich auch, das ist egal. Die zweite Position wäre dann rechter Oberschenkel. Auch hier drückt der Arm die Gitarre wieder bei. Deine Spielhand muss locker über der Gitarre, über dem Korpus schweben können und dein Arm bleibt frei und beweglich. So, hast du jetzt eine bequeme Spielposition erreicht. Als erstes musst du jetzt mal rauskriegen, wie fest du überhaupt drücken musst, damit ein Ton auf der Gitarre erklingt. Drückst du nämlich zu leicht, dann schnarrt das Ganze. Drückst du nicht fest genug, dann scheppert das. Wenn dein Finger nicht passend im jeweiligen Bund sitzt. Du greifst immer so, dass du möglichst nah am nächsten Bundstäbchen nach unten die Fingerspitze aufsetzt. Und drückst so fest, dass der Ton erklingen kann. Aber nicht so fest, dass die Finger weiß werden dabei. Das hindert dich nur. Dein Daumen befindet sich ungefähr auf gleicher Höhe mit dem Zeigefinger. Je nach Spielposition kann das auch wechseln, dann bist du zwischen Zeige und Mittelfinger. Du musst das probieren, beim Spielen wirst du merken, wo der Daumen sich gut anfühlt und wo nicht. Greifen kann man im Grunde genommen auch ganz ohne den Daumen, wenn man die Gitarre richtig hält. Muss aber nicht sein, denn der Daumen dient gleichzeitig auch als Führung. Nachdem du jetzt weißt, wie
wie stark dein Handdruck sein soll, probierst du das Ganze für den nächsten Finger aus. Ich habe dir eine kleine Übung notiert. Ich hoffe, du hast schon mal alle Übungsblätter ausgedruckt. Dies hier ist der erste Teil. Basics, erste Schritte auf dem Griffbrett. Du begibst dich in den fünften Bund, was du übrigens bei vielen Gitarren leicht an den Punkten, die von oben sichtbar sind, erkennen kannst. Die meisten Gitarren haben im dritten, fünften, siebten, neunten und zwölften Bund einen Punkt, damit du eine ungefähre Orientierung hast, wo deine Finger hingehören. Die Saiten der Gitarre von oben nach unten, von tief nach hoch, und natürlich Namen, die E-Saite, die A-Saite, die E-Saite, G-Saite, H oder B, international immer B, und die hohe E-Saite. Das heißt, die hohe E-Saite klingt genau eine Oktave höher als die tiefe E-Saite. Es gibt viele Sprüche, um sich die Saiten zu merken. Ein Anfänger der Gitarre habe Eifer, ein Anfänger der Gitarre habe Eifer, eine alte dumme Gans hat Eier und so weiter und so fort. Das fallen dir bestimmt auch noch passender ein. Denk dir was aus, was du dir merken kannst. Es ist wichtig, dass du weißt, wie die Saiten heißen. Zurück zu unserer Übung. Der Zeigefinger sitzt im fünften Bund und du spielst den Ton an. Spür den Ton nach. Spür auch den Druck deines Fingers nach. Das muss passen für dich. Es darf nicht zu fest sein, aber auch nicht zu leicht. Bist du zu leicht, kommt kein Ton raus. Bist du zu fest, tust du dir weh. Den Finger lässt du jetzt liegen und nimmst den nächsten Finger, den Mittelfinger, setzt ihn in den sechsten Bund auf der hohen E-Saite. Auch hier spürst du nach, der Ton muss klingen. Auch der Finger bleibt jetzt liegen. Der siebte Bund mit dem Ringfinger. Hier wirst du vielleicht schon merken, dass es dir ein bisschen schwieriger fällt zu greifen. Und es ist einfach nicht gewohnt, mit den letzten Fingern viel Kraft aufzuwenden. Kriegen wir im Kurs hin, wir werden das speziell trainieren, dass du die Kraft bekommst. Für den Anfang geht es erstmal nur darum, zu erfassen, wo du hinfasst und wie stark du drücken musst. So, das ist der dritte Finger. Und der kleine Finger zum Schluss in den achten Bund. Auch hier Spürung, die Andruckstärke. Um den Ton zum Klingen zu bringen, kannst du entweder die Saite anzupfen mit dem Zeigefinger oder mit dem Daumen anschlagen für den Anfang. Ganze Übung kannst du, ganz wichtig, wir üben immer mit einem Metronom, mit einem Metronom machen. Damit du dich von Anfang an daran gewöhnst, Takt und Rhythmus zu halten. Metronome gibt es in verschiedenen Ausführungen. Das hier ist ein gutes, altes, analoges Metronom, das man noch aufziehen muss. Ich hoffe, man kann das sehen. Ich weiß das noch nicht, wie der Film auffallen wird. In jedem Fall kann man das hören. Tak, 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 tak. Jeder dieser Schläge ist eine Viertelnote. Wenn du einen Viervierteltakt spielst, zählst du also 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und in diesem Tempo sollst du deine Übung jetzt auch machen. 1, 2, 3, 4.
wenn du jetzt ein Gespür dafür gekriegt hast, wie du greifen sollst, es wird eine Weile dauern, bis du dich daran gewöhnt hast. Erwarte nicht zu viel von dir am ersten Abend. Kannst du dich weiter durch die Übungen bewegen? Wir werden jede Übung noch einzeln besprechen, im Kurs, im Chat. Für den Film wird das zu lang. Wichtig ist jetzt, dass wir uns darüber unterhalten, wie du Akkorde greifst. Dafür haben wir das Blatt Einsteiger und Akkordfolgen. Und die ersten beiden Akkorde, die wir spielen wollen, sind ein E-Moll und ein A-Sus-7. Die sind schön einfach zu greifen, du brauchst nur zwei Finger dafür. Klassischer Backengriff. Wenn du einen Akkord lernst, dann gehst du langsam an die Sache heran, liest dein Akkordbild und setzt die Finger in die entsprechende Position. Als nächstes überprüfst du, ob alle Saiten gleichmäßig klingen, ob du stark genug drückst, ob es irgendwo schnarrt. Überprüfen kannst du das, indem du jede beteiligte Saite der Reihe nach anspielst. Wenn es irgendwo scheppert, dann hast du dich vergriffen oder der Finger sitzt nicht richtig. Hier würde dann der Druck nicht stimmen. Solltest du solche Phänomene haben, prüfe, ob dein Fingersatz stimmt und wiederhole das Ganze, bis der Akkord stimmt. Das ist ein E-Moll. Den gleichen Griff um eine Saite nach unten versetzt. Du hast einen A-Sus-Akkord. Schön lyrisch. Der wird jetzt nicht ab der E-Saite gespielt, sondern ab der A-Saite. Kann man sich generell schon mal merken, der Name eines Akkordes gibt auch seinen Grundton an. In dem Fall A auf der A-Saite. Das E stört hierbei. Wenn du wechseln möchtest zwischen zwei Akkorden, dann erfordert es natürlich ein bisschen Übung. Die ersten beiden hier sind wirklich dankbar, weil du nur die Finger um eine Seite nach unten versetzen musst, ohne die Form des Griffes zu ändern. Bei anderen Griffen sieht es anders aus. Wird dann ein bisschen schwieriger. Am Anfang dürftest du bei manchen Griffen auch ein Problem kriegen. Meine Kamera streikt gerade. Schnitt. Weiter. Bei anderen Akkorden dürftest du ein Problem kriegen, wenn deine Finger noch nicht genug Kraft aufgebaut haben und gedehnt sind. Etwas später im Kurs lernst du den A-Moll-Akkord kennen, von dem heraus du leicht in den C-Dur-Akkord kommst, indem du einfach nur den Ringfinger abziehst und im dritten Bund auf der A-Saite aufsetzen. Der Griff sieht leicht aus. Am Anfang ist er wirklich schwierig, weil deine Hand nicht dran gewöhnt sein dürfte, den Finger so weit abzustrecken und mit Kraft etwas festzuhalten. Übe solche Bewegungsabläufe. Und wie immer, wenn du einen neuen Akkord lernst, guck dir an, wie das Griffbild ausschaut. In dem Fall gehört der Ringfinger in den dritten Bund der A-Saite, der Mittelfinger in den zweiten Bund der D-Saite und der Zeigefinger in den ersten Bund der A-Saite. Gespielt wird ab der A-Saite. Im Griffbild siehst du auch, dass die E-Saite mit einem X versehen ist. Wird nicht angeschlagen.
solche Akkorde neigen gerne mal dazu, was abzuklemmen. In dem Fall musst du wieder korrigieren. Bis dein Griffbild stimmt und der Klang ebenfalls. Wir werden uns noch detaillierter damit beschäftigen, wie man Akkorde optimal lernt. Für den Anfang sei gesagt, guck dir an, wie das Griffbild ausschaut, setze den entsprechenden Akkord und spiel ihn durch, prüfe, ob das alles sauber klingt. Das Wechseln zwischen Akkorden ist immer abhängig davon, welche Saite als nächstes gespielt werden soll. In unserem ersten Beispiel ist es relativ einfach. Hier habe ich meine E-Moll. Und als nächstes soll ich ein A spielen. Ich setze jetzt noch meinen Finger drauf. Im Wechsel ist hier entsprechend der Finger abzuziehen und eins tiefer zu setzen. Und genauso rückwärts. Der nächste Ton aus dem A heraus wäre dann wieder ein E. Ich habe also Zeit, meine Finger dazwischen zu setzen. Man guckt sich das immer an dazwischen. Auch das behandeln wir noch im Detail. Kommen dazu ein paar grundlegenden Techniken des Anschlags. Findest du im Daumentraining. Wird auch auf deinem Übungsplan auftauchen, denn du wirst erstmal Kraft und Koordination entwickeln müssen, damit dein Daumen die Saiten trifft. Du darfst am Anfang beim Zupfen gerne deine anderen Finger als Stütze nehmen, legst die auf die jeweiligen Saiten auf, der Zeigefinger auf die G-Seite, der Mittelfinger auf die H-Seite und der Ringfinger auf die hohe E-Seite. Dann bewegst du deinen Daumen durch. Greife ruhig das eben gelernte E-Moll und wechsle dann nach einem Takt in den Asus. Beim Asus zupfst du dann natürlich auf der A-Seite. Zupfen ist es so, dass der Anschlag aus dem Fingergrundgelenk heraus erfolgt. Das heißt, der Daumen fällt wie ein Hammer auf die Seite und in einer kreisenden Bewegung begibt er sich zurück in die Ausgangsposition. Finger zum Zupfen verwendest, ist das ganz ähnlich. Es wird immer aus dem Fingergrundgelenk herausgezupft und nicht aus dem Handgelenk heraus. Gilt es zu erarbeiten, du wirst es nicht an einem Abend schaffen. Sei zuversichtlich, es klappt, wenn du regelmäßig übst. Zupfmuster können ganz verschieden ausfallen. Es gibt welche, wo immer nur eine Seite gleichzeitig gezupft wird. Es gibt welche, da zupfst du mehrere gleichzeitig. Begegnen. Einige dürftest du schon kennen, ihr seid nicht alle Einsteiger, habe ich gesehen.
übe trotzdem von Anfang an, versuche vor allen Dingen jede Übung mega langsam zu beginnen. Je langsamer du übst, umso exakter wirst du werden. Beim Üben steigerst du dein Tempo langsam nach oben. Schneller werden ist immer leichter, wenn man etwas langsam beherrscht. Gleich schnell einzusteigen bringt Schluderei, Unsauberheiten, die man gerne überhört. Es schleichen sich schnell Fehler ein, die sich dann für ein Leben lang festsetzen können. Ist nicht gut. Deswegen fang langsam an und werd langsam schneller. Okay? Schon mal mit einer Kurzeinführung. Ich schneide das Filmchen jetzt noch und ich hoffe, dass ich es euch bis heute Abend zum Kursstart zur Verfügung stellen kann. Ich freue mich. Wir lesen.